Hallihallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute beschäftigen wir uns mit Yana. So die üblichen Sachen wie Fähigkeiten, Items etc., was man dafür braucht. Ich werde euch auch gleich den Guide oben verlinken, denn bei den Items und Runen und so weiter werde ich nicht ganz so speziell darauf eingehen, wie ich es in dem Guide tue. Ich wünsche euch viel Spaß. Und zunächst schauen wir mal die Winrate und so weiter und so fort an, und der Erfolg von Yana lässt sich relativ leicht begründen. Yana ist leicht zu spielen mit ihrem Schild, mit ihren Möglichkeiten des Peelens, ist sehr viel Option gegeben, um den Carry am Leben zu halten. Und dadurch, dass man eben Yana relativ oft picken kann, weil sie nicht oft gebannt wird, weil man denkt sich einfach, hey, warum sollte ich einen Supporter bannen, hat man eben oft die Möglichkeit, sie zu üben, auch im Ranked, und kann dementsprechend halt gut mit ihr performen. Beginnen wir hier zunächst einmal mit der Passiven. Zu Beginn hat Yana eine Passive gehabt, die Movement Speed für alle gibt, auf der kompletten Karte. So Season 3 etwa wurde das Ganze dann auf einen Bereich eingegrenzt und mit Patch für Patch wurde die Reichweite dann ein klein bisschen erhöht. Und ihr seht am Bildmaterial hinter mir, dass der Bereich doch relativ groß ist inzwischen. Man muss aber bedenken, man bekommt hier nur Movement Speed, wenn man auf Yana zugeht. Das heißt für euch wiederum der kleine Tipp, wenn jetzt euer ADC gerade von der Base wiederkommt und ihr sicher auf der Lane keine Minions verliert, dann könnt ihr ruhig auch eurem ADC entgegenkommen, dass er ein klein bisschen schneller auf der Lane ist, um so eventuell einen Last Hit zu bekommen, der ansonsten ins Leere gehen würde. Mit dem Q hat Yana praktisch eine Fähigkeit, die jetzt die erste Möglichkeit des Peelens hier für sie darstellt. Man hat hier einen Zauber, den man in eine Richtung casten kann, der sich dann während der nächsten 3 Sekunden auflädt. Wenn man ihn voll aufgeladen loslässt, hat er eine Reichweite von etwa 1700 und ihr seht es gerade im Hintergrund, das ist schon relativ viel von dem einen Ende des Busches bis Anfang, Mitte des zweiten Busches. Ihr seht ja hier den kleinen Dummy. Practice Tool for the win. Und dementsprechend, je länger es sich auflädt, macht es mehr Schaden und ihr habt eine höhere DCC-Dauer. Das geht hoch bis zu 1,25 Sekunden und ist ein Knock-Up. Und Knock-Up stellt mitunter die stärkste Form des CCs in League of Legends dar, da man diesen durch Tenacity, also durch Zähigkeit, nicht reduzieren kann. Das Einzige, was man hier reduzieren könnte, wäre, wenn in diesem Spell ein Stun mit drinnen ist. Das wird aber immer speziell noch dazu geschrieben. Beispiel wäre hier die Nautilus-Ulti, wo jemand hochgeworfen wird und für eine bestimmte Dauer CC't wird. Also gestunt. Diese Stun-Dauer könnte man reduzieren, aber die Hochwerfdauer praktisch nicht. Die Animation geht immer komplett durch. Und damit ist es halt eben auch eine sehr starke Form des CCs. Wenn man jetzt diesen Zauber aber nur kurz castet, was man durchaus machen kann, um den Gegner mal kurz zu interrupten bei einem Spell oder bei einem Chase, dann könnte man eben den zwar nur kurz hochwerfen, 0,5 bis 0,8 Sekunden ist hier das Minimum, je nachdem wie kurz das Ganze ist. Und man macht dabei auch nur einen gewissen Grundschaden, der wirklich lächerlich ist. Wenn man jetzt eben versucht, mit Yana, mit dem Q zu arbeiten und damit zum Beispiel Plays machen zu wollen, dann muss man da schon sehr vorausschauend sein. Man kann beispielsweise vom River den ganzen starten und je nachdem, da braucht man ein bisschen Gefühl für die Reichweite, einen gegnerischen Champion in der Lane abknocken, dadurch, dass dieser Wirbel halt so weit geht. Hat einen gewissen Überraschungseffekt. Und das wäre hier die stärkste Form, um mit dem eben engagen zu können. In den meisten Fällen wird aber dieser Wirbel für ein Disengage genutzt, da es eigentlich für den Engage zu lange dauert. 3 Sekunden etwas casten, da kann jeder Gegner eigentlich drauf reagieren. Die W-Fähigkeit ist das einzige, was Yana praktisch für sich persönlich hat. Mit dieser Fähigkeit bekommt sie passiv Movement Speed drauf von 9 bis zu 17% mit einer 2% AP-Skalierung, also vernachlässigbar gering. Und es hat aber zudem, dass es einen relativ hohen Cooldown hat, aber auch einen soliden Grundschaden. Also wenn man sagt, man möchte mit Yana aggressiv gehen, dann skillt man in den meisten Fällen das W als zweites hoch, denn das E hat immer höchste Priorität. Denn mit dem W kann man dann viel Schaden machen, man ist sehr mobil, man kann schnell helfen. Und der Slow, den diese Fähigkeit auch noch mit drin hat, der steigt doch relativ stark an, auf bis zu 40% und hält dann auch 3 Sekunden. Und 3 Sekunden ist eigentlich eine Sache, die relativ okay ist. Die meiste Einsatzmöglichkeit hier ist offensiver Natur, wenn man chasen möchte. Man muss aber bedenken, wenn man jetzt in einer Situation gelangt, wo man weglaufen muss, dann sollte man selten den C4, also die W-Fähigkeit,
auf den Gegner verwenden, denn dadurch verliert man den passiven Bonus an Movement Speed. Das heißt, klar, man slowt den Gegner für 3 Sekunden, aber dann ist dieses Zeitfenster, bis diese Fähigkeit wieder da ist, wo man praktisch seinen Movement Speed Bonus verliert und der Gegner doch wieder schnell ist. Das also mit Vorsicht zu genießen, in den meisten Fällen eine aggressive Sache. Das sehen wir auch später noch bei der Skill Order, was das ausmachen kann, aber später. Werfen wir zunächst mal noch einen Blick auf die E-Fähigkeit, das Schild, Eye of the Storm. Das ist die Fähigkeit, auf die Yana ganz gerne mal reduziert wird. Dass man sagt, sie ist eh nur am Schilden, sie macht sonst nichts. Und in der Laning-Phase trifft das teilweise leider Gottes zu. Denn mit Yana hat man jetzt nicht die großen Play-Möglichkeiten. Wenn die Gegner viel Druck machen können, und so gut wie jeder Champion kann mehr Druck machen als eine Yana, dann hat man einfach das Problem, dass man hinten steht und nur schildet. Grundsätzlich bietet dieses Schild eine solide Stärke von 80 bis 240 plus AP-Skalierung von 70%, sehr gut, und hat auch noch den Effekt, dass das geschildete Ziel Bonus AD bekommt. Und das ist die Sache, dass man eben sagt, das Schild ist zwar relativ solide, hat einen hohen Cooldown, aber die Bonus AD ist für die Situation gegeben, wenn man dann doch mal fighten kann. Wenn man die Trades eingeht, dann ist das die Möglichkeit, dass man den Trade gewinnt, weil man eben mehr Schaden macht. Diese Bonus AD skaliert von 10 am Anfang bis zu 40 auf Stufe 9, wo man diese Fähigkeit als erstes ausgeskillt haben sollte. Das E ist wie gesagt immer eigentlich das erste, weil 40 AD mehr ist knapp ein BF, dass man dem ADC mehr gibt für die Dauer des Spells. Ein Schild hält 5 Sekunden, da kann der ADC doch einiges damit machen. Es skaliert dann auf die ganzen Fähigkeiten, es skaliert auf die Auto-Attacks. Wenn man einen Turm down kriegen möchte, dann kann man das hier draufsetzen. Und man hat natürlich mit dem Schild, wie ich es auch hinten zeige, die Möglichkeit, über bestimmte Mauern zu gehen. Die Cast Range ist relativ hoch. Man hat hier die Möglichkeit, eben über den River zu gehen, rüber zu der Knallpflanze, wenn da mal der Jungler ein bisschen offspot gewesen ist. Und man hat sogar die Möglichkeit, bis in die gegnerische rote Seite mit reinzugehen in den Busch. Da muss man sehr nah an die Wand ran, aber das sollte man definitiv im Kopf behalten, dass das die Möglichkeit ist. Denn man kann sich ab und zu mal einen Jungler verirren, der jetzt einen Dive ansetzen möchte und dann geht es doch nicht. Und dann muss man den da irgendwie wieder lebend rauskriegen. Das Schild kann einem dabei helfen. Der Grund, warum Yana jetzt so gut im Peelen ist für die Carries, ist die Ulti. Ich zeige es euch hier gerade, der Bereich, den Yana mit ihrer Ulti abdecken kann, ist relativ groß und der Cast-Bereich ist praktisch auch der gleichzeitig der Heal-Bereich. Was macht also die Ulti im Genauen? Wenn Yana das aktiviert, dann werden alle Gegner zurückgeschleudert, auch die Minions. Es kann mitunter mal so bei einem kurz vor knapp Minion-Hit schon mal das Leben retten. Halt dann während der Dauer pro Sekunde um 100 bis 200 plus 50% der AP. Das heißt, das ist praktisch ein Heal, der zwischen 300 und 600 stark ist, je nachdem wie viel AP man noch dabei hat. Und je nachdem auch wie viel Windspeaker's Blessing und die anderen Schild- und Heal-Items dann noch ausmachen. Denn die gönnt sich Yana natürlich in den meisten Fällen. Man hat einen Heal, man hat ein Schild, klar. Man sieht jetzt halt auch hier, es werden alle Gegner zurückgeschleudert. Ich habe es jetzt hier erstmal an einem Dummy gezeigt. Da ist so ein bisschen Knock-Up, das ist okay. Und man sollte auch, wenn man für den ADC peelt, immer schauen, dass man möglichst nah bei ihm ist. Denn die Gegner werden komplett zurückgestoßen. Und das ist eben die Sache, da kommt einfach kein anderer Peel-Supporter ran als an Yana. Weil die mit ihrem Knockback, und Knockback ist nun mal die stärkste Form des CCs, gleich nach dem Knock-Up, oder gleich vor dem Knock-Up, wie man sieht. Denn das kann man überhaupt nicht verhindern. Es ist eine Positionsveränderung. Es ist nicht zu countern. Wenn das passiert, dann passiert es. Na gut, man kann natürlich eine QSS setzen. In genau der Sekunde, in der man genockt-up wird oder genockbackt. Und dann kann man das Ganze natürlich verhindern. Das will ich natürlich erwähnen. Aber in den meisten Fällen ist dann der Gegner diesen Bereich von etwa 800 bis 900 ist der draußen. Und der ADC ist dann praktisch so weit von dem Gegner weg, dass er locker auch wegkiten kann. Und dann hat man noch das Schild. Also das sind halt die Möglichkeiten, die einem hier gegeben sind. Den Spell, ich erwähne es noch kurz, man castet ihn. Und dann sollte man eigentlich stehen bleiben, denn wenn man den reaktiviert oder wenn man wegläuft, dann wird natürlich abgebrochen. Es ist ein kanalisierender Spell. Es kann nämlich durchaus gerne mal sein, dass man wirklich nur kurz für diesen Knockback ultet
Und dann sollte man aber schleunigst die Beine in die Hand nehmen, denn sonst kommt der Gegner wieder ran. Soweit war es das zu den Fähigkeiten an sich und ihre Einsatzmöglichkeiten. Werfen wir eben noch mal kurz einen Blick auf Rune Masteries und so weiter und so fort. Bei den Runen geht man in den meisten Fällen relativ standardmäßig vor. Magic Penetration, wer meinen Guide angeguckt hat, der sieht, dass ich hier eher Rüstung einpacke. Das ist aber in den meisten Fällen dem eigenen Spielstil geschuldet. Wenn man am Anfang aggressiver spielen kann, je nach Matchup, dann nimmt man Magic Penetration ganz gerne mal mit, damit man nicht nur hinten steht und schildert. Dann die Glyphen, je nachdem, wie man es möchte. Magieresistenz ist der sichere Weg. Skalierende Magieresistenz kann man sich je nachdem auch erlauben. Oder eben AP, damit das Schild zum einen stärker ist, der Heal auf der Ulti und man halt generell mit dem W und dem Q noch mehr Schaden macht. Rüstung auf den Siegeln, da ist auch Leben und skalierendes Leben noch eine Möglichkeit oder halt dann noch AP auf den Quintessenzen. Da gibt es eigentlich kaum andere Möglichkeit. Was die Masteries angeht, geht man eigentlich Cunning komplett runter, nimmt Windspeaker's Blessing mit, die restlichen Punkte in Resolve und hier ist es auch eine Präferenzsache. Ein Punkt unterscheidet sich zwischen dem Movement Speed im Fluss und in den Büschen, beziehungsweise wenn man eben defensiv sein muss, dann hat man lieber die Resistenzen am Turm. Das ist Matchup geschuldet, da muss man einfach gucken, wie man besser zurechtkommt. Und ich habe es ja vorhin angesprochen, die W-Fähigkeit ist so ein bisschen der Faktor, wo man aggressiv sein kann. Und hier unterscheidet sich die Winrate von der Skill Order zu der normalen klassischen EQW und dann das E zuerst hochskillen, dann das W, dann das Q. Zu der Highskill Win Order, die ein EWQ am Anfang vorsetzt, enorm. Man sagt einfach, man geht jetzt den klein bisschen aggressiveren Weg, hat dadurch die Möglichkeit, dem Gegner zusätzlichen Schaden anzurichten, den er fast nicht dodgen kann, weil es ein Point-and-Click-Spell ist, und man kann ihn auch noch slowen. Na, wenn das funktioniert, dann hat man natürlich schon einen Vorteil auf der Lane, und wenn der Janna mal ein bisschen vorauskommt und dem gegnerischen Supporter ahead ist, dann kann sie natürlich wiederum wesentlich besser für den ADC peelen. Und dementsprechend kann der da mehr Schaden machen. Also es ist so, wenn man wirklich Level 1, 2, 3 gut spielt, dann hat man diese Win-Early-Win-Lane-Win-Game-Kondition im Endeffekt. Wie man es hier auch an der Winrate sieht, denn 57%, fast 58% sind einfach RIP. Die sind einfach unvorstellbar hoch. Sowas möchte Riot in den meisten Fällen gar nicht sehen. Zuletzt noch so ein Blick auf die üblichen Standard-Item-Builds. Ich habe es jetzt hier nur kurz rausgenommen. In dem Guide seht ihr das Ganze noch mal ein bisschen ausführlicher. Redemption, Iron Sensor, Iron Solari, die Core-Items, mit denen man bei Janna immer eigentlich agieren kann. Dadurch gibt man sich halt persönlich noch ein bisschen mehr Utility, ein bisschen mehr Peel-Möglichkeiten über das Schild, über Redemption, über die Schildstärke. Und damit kann man dann auch die Situationen relativ gut umgehen, wenn der Bruiser, der gegnerische, doch mal an dem ganzen Peel vorbeikommt. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag und bis demnächst. Tschüss, Gemüse!